Genau deshalb erkunde ich lieber alles. Und einfach viel mehr Champions. Oh, das ist aber schick. 13. Oh, das ist ja mal richtig geil. Aber habe ich nicht ein. Achso, das war der Stab, oder? Ich habe Armbrust gelesen gehabt. Dann nicht. Trotzdem gutes Ding. Für 10.000 geht das Ding locker weg. Ja, war ja natürlich mal wieder so viel zu erforschen. Oh Mann. So, haben wir mit dem da was zu reden? Mir ist ein. Ich hab. Ich könnte ja mal noch was reinsuchen. Was haben wir hier? Stärke. Ne, ich brauche entweder einen Smaragd oder einen Amethyst. Also ich glaube, Amethyst macht Prozent Leben dazu. Und ein Smaragd würde mir Geschicklichkeit geben. Nein. Vergesst. Vergesst das, was ich gesagt habe. Die machen aber was anderes. Da steht wieder so ein Kackwurm. Prächtige Truhe. Boah, mies. Wie sie mir einfach den Schrein blockiert haben. Ah, jetzt bin ich nicht albtraumhaft. Ein würdiger Gegner. Absolut. Na, ich komme das Gondi hier ran. Er streitet oft mit Lindon. Warum? Unsere Beweggründe stehen im absoluten Gegensatz zueinander. Ich handle aus Ehrgefühl und für das Wohl anderer. Er wird von Gier angetrieben und einem Bedürfnis, das unter seiner Gürtellinie entspringt. Ich komme das Kackgold nicht ran. Haben wir hier irgendwas mit? Nein, haben wir nicht. Einsammeln von Heilkugeln Radius erhöht. Naja. Und da ist jetzt der Portal nach draußen. Ganz schön gutes Zeug gefunden. Dafür, dass es nur so eine kleine Mini-Höhle war. Ja, eine ganz normale Höhle eben. Jetzt kommen sie runter, ihr Mistviecher. Hier ist der Dungeon bestimmt auch irgendwann mal offen. Kann man leider nicht hin, wenn man sie nicht sieht.
Vergessenen Ruinen. Na gut, gehen wir erstmal rein. Vielleicht liegt auf der anderen Seite dieses Portals der Kopf von Soldun Kull. Wir sind uns einig. Kull, der Abtrünnige, muss aufgehalten werden. Er will die Macht der Steine duplizieren und sie sich zunutze machen. Er ist besessen von der Macht des Himmels und der Hölle. Ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, wird uns alle nur ins Verderben stürzen. Nicht alle gefährlichen Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu ich und habe lassen nicht kaum genug mehr als Knochen zurück. So, theoretisch müsst ihr jetzt alle Bestiariums-Einträge haben. Schon wieder eine Tasche von ihm. Oh, Mephisto. Und noch Diablo und dann noch Baal. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinsal durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Aber schön, so hört man wenigstens mal, wie die Wörter richtig ausgesprochen werden. Ich hab's mal Travinkal genannt. Okay. Ich habe nicht genug Hass. Ein bisschen viele Monster, würde ich mal sagen, ne? Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Oh lol. Sterben, du Mistvieh! Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Hm, 50.000 Gold. Damit könnte man sich bestimmt eine gute Waffe kaufen. Oder die Beutetruhe riesenhaft ausbauen. Oh, das ist ein Schrein der Gold. Bei allem, was heilig ist,
Seht ihr den Feind dort drüben? Ich habe nicht genug Hass. Ein würdiger Gegner. Und schon wieder ein Held. Was für kleine Biester. Spürt meinen Zorn. Ich habe nicht genug Hass. So, alles erkundet. Die Geschichte wiegt schwer auf diesem Ort. Ja, darfst du mit Adria sprechen? Wenn du dich weiter so zurückhältst,